kennen Sie das, Wolkenbruch, es kommt Wasser runter, der Scheibenwischer läuft auf Höchsttouren, Sie sehen kaum noch was. Gibt es dafür Lösungen? Wir sagen ja, bleiben Sie dran. Wir machen ja viele spannende Filme rund um das Thema Mobilität, vom Camping, E-Mobilität, Sportwagen, alles Mögliche. Und wollen jetzt uns auch so ein bisschen diesen kleinen Dingen, diesen kleinen Tools, Hilfsmitteln rund ums Auto widmen. Und vor ein paar Monaten ist dieses Produkt bei uns auf den Tisch geflattert. Ja. Und wir haben es getestet und wir sind tatsächlich überzeugt. Jawohl. Und wie schon im Intro gesagt, es hat was mit Regen, mit Nässe zu tun. Was ist das, Felix? Jawohl. Das ist ein kleines Wundermittel, was die Frontscheibe angeht. Also das ist eine Schutzversiegelung für die Frontscheibe, aber auch für sonstige Glasoberflächen, wie zum Beispiel ein Helmvisier. Also wer Motorradfahrer leidenschaftlich ist, hat hier einen doppelten Effekt. Der kann das auch für seinen Motorradhelm benutzen. Das erzeugt quasi nach dem Auftrag so einen kleinen Schutzfilm auf der Frontscheibe oder auf der Oberfläche, wo es aufgetragen wird, und schafft dann einen Abperleffekt. Heißt, wenn ich hier im Regen fahre, dann perlt das Wasser nach oben weg und ich brauche den Scheibenwischer nicht. Ja, wir blenden jetzt mal kurz eine Szene vom Hersteller ein und genau so, wie es auch da dargestellt ist, haben wir das sowohl ist das in der Realität auch in der Waschstraße erlebt. Genau. Und es ist spürbar ein großer genau. Unterschied. Also schützt vor Regen, Schnee, Verschmutzung. Ja. Ja. Was man dazu sagen muss, das Ganze ab ca. 70 km/h fängt es an zu wirken, weil dann dieser Abperleffekt greift. Ja, aber dann, je schneller man fährt, desto effektiver ist dieses Abperlen eigentlich. Ich gestehe aber, ich habe ja zwei linke Hände. Ja. Muss ich jetzt Auto abkleben oder kompliziertes ganz, Gerät mir? Ganz simpel. Also das wird letztendlich mit einem sauberen Lappen auf eine saubere Oberfläche aufgetragen. Und dann nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten nochmal fein nachgerieben, dass da keine Streifen entstehen. Und dann funktioniert es. Also einfach minimaler Aufwand. Ja. Allerdings klar, es wird ja aufgetragen, also verbraucht ist genau. Es auch. Wie ja. Lang? Ja, also unsere Erfahrung zeigt jetzt, dass wir mit so einer Flasche ca. 4 bis 5 Anwendungen machen können. Und in der Regel sind wir so nach 3 Monaten, merkt man, dass der Effekt nachlässt und dann trägt man wieder auf. Heißt, ein Jahresvorrat sollte so ein Fläschchen sein. Und es ist, glaube ich, preislich auch völlig in Ordnung. Wo liegt es da? Ja, 19,90 Euro. Ein Invest, der sich auf jeden Fall lohnt. Zumal auch Verschmutzungen auf der Frontscheibe, wie zum Beispiel Insekten, wenn man jetzt in Urlaub gefahren ist, kennt das ja jeder. Damit auch viel leichter zu entfernen sind. Also auf jeden Fall Leute, die viel fahren, viel somit auch zwangsläufig durch Regen kommen, vielleicht sogar noch Taxifahrer nachts, wo es auch echt eine Belastung ist. Weil absolute Empfehlung. Ein optisches Phänomen natürlich ist, aber es ist natürlich ein Sicherheitsthema. Also genau, also es geht auch auf die Scheinwerfer zum Beispiel. Heißt, ja. Auch da hätten wir den Abperleffekt und dann hat man natürlich die bessere Lichtausbeute der Scheinwerfer. Ja, also wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, mein Gott, echt, die strömende Regen wieder auf der Bundesstraße und die Sicht war so schlecht, der sollte sich auf jeden Fall mal das Produkt anschauen. Wir haben es jetzt mit ins Portfolio aufgenommen. Man kann es bei uns bestellen. Auf jeden Fall, genau. Wir verlinken unten in der Beschreibung unsere Kontaktdaten, wo man das Produkt bestellen kann. Und dann, ja. Versenden wir es. Man natürlich kriegt es auch hier im Haus. Jetzt genau, also wir würden dann auch die erste Anwendung auftragen, wenn man es bei uns abholt. Heißt, das gehört da zu unserem Service dazu. Ja. Und dann ist das wirklich eine wärmste Empfehlung für alle, die da Wert drauf legen, klare Sicht zu haben, Sicherheit im Vordergrund steht, dann gehört es eigentlich auf jede Frontscheibe drauf. Hat uns überzeugt, so auch weil wir mehr solcher Tests machen, auch die Aufforderung an die Zuschauer, wenn Themen interessieren, von der Schneekette bis zur Politur, vom Sitzbezug zum weiß ich, Wackeldackel, Bescheid sagen. Wir gucken, ob wir das dann hier auch mal uns näher anschauen können und dann wirklich objektiv sagen können, ja, ist gut oder nee, lasst lieber die Finger davon. Und eine Sache, wir freuen uns über jedes Like, über jedes Kommentar und natürlich, wenn unsere Filme überzeugen, freuen wir uns natürlich auch, wenn sie keinen verpassen und bei uns bleiben mit einem Abo. Dann sage ich Dankeschön. Vielen Dank.